Hallo mit O, liebe Nördlinge. Nun gibt es den ersten Jahresrückblick und damit die erste Top-Liste zu Comics, die ich 2022 gelesen habe. Wir fangen mit CrossCult an, weitere Verlage und andere Kategorien werden folgen, aber nun legen wir direkt mal los. I am Nerd. Steigen wir mit Platz 5 ein, und zwar der Urban-Fantasy-Geschichte God Country von Donny Cates und Jeff Shaw. Einem ziemlichen Brecher, der es schafft, diepe Thematiken wie Alzheimer und rasante Action miteinander zu verbinden. Emmett ist das Oberhaupt der Familie Quinlan und leidet an eben genannter Krankheit. Er erkennt seine Familie nicht mehr, wird aggressiv und müsste eigentlich in ein Heim, weil er nicht mehr auf seiner Farm in Texas allein klarkommt. Alles ändert sich, als ein Tornado die Familie bedroht, denn plötzlich fällt dem alten Mann ein sprechendes Schwert namens Velofex in die Hände, mit dem er ein Monster besiegt, das sich im Tornado verborgen hat. Er kann wieder klar denken und scheint gesund, solange das magische Riesenschwert bei ihm ist. Das Problem ist, dass gottgleiche Außerirdische das Schwert wiederhaben wollen und bereit sind, es sich mit Gewalt zu nehmen, doch Emmett spielt da nicht mit. Eine schwere Krankheit und deren Abgründe als Grundlage und die Bereitschaft, alles dafür zu tun, wieder normal zu sein, damit hat Donny Cates mich gecatcht. Und dann gibt es auch noch gute Action, die mich vollends überzeugt hat, trotz schwerem Grundthema. Schaut es euch mal an. Fröhliche Fantasy mit ordentlicher Action gibt's bei Head Lopper von Andrew McLean, der es locker mit dem ersten Band auf meinen Platz 4 geschafft hat. Norgal, den alle nur Sir Kopf abnennen, was er gar nicht so gerne hört, ist auf der Insel Barra unterwegs und geht seinem Beruf nach, Köpfe abzuschneiden, was ihm durchaus auch Freude bringt. Als Comic Relief trägt er dabei den sprechenden Kopf der Hexe Agatha mit sich herum, die hin und wieder für Trouble sorgt. Er soll nun einen Hexer im Sumpf erledigen, doch das stellt sich als nicht so einfach heraus, denn andere Leute haben andere Pläne. Mir hat schon allein die Optik Spaß gemacht, denn McLean hat einen simplen Stil, der leicht an Zeichentrickserien wie Adventure Time erinnert. Das mildert die Brutalität zwar im Ganzen ab, aber es geht schon ziemlich zur Sache. Und mit dem griesgrämigen Norgal kann ich mich durchaus identifizieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf den bald erscheinenden zweiten Band, und Fans von klassischer Barbaren-Fantasy, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, schauen unbedingt rein. Luther Strode hat es mit seiner übertriebenen Brutalität auf den dritten Platz geschafft. Was Justin Jordan und Trent Moore mit den Stories der Gesamtausgabe geschafft haben, hat mich jedenfalls bestens unterhalten. Luther ist ein Lauch und ein Nerd, wie er im Buche steht. In schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen, will er sein Leben ändern und beginnt mit dem Herkules-Programm zu trainieren, so ganz wie One Punch Man. Er macht große Veränderungen durch, wird super stark, schließlich beginnt er sich mit Gangstern anzulegen und es tauchen andere Supermenschen auf, die ihm an den Kragen wollen. Absolut Abgefahrenes bekommen wir hier auf ca. 500 Seiten zu sehen, die mir so viel Spaß gemacht haben, dass ich beim Lesen die Uhrzeit vergessen habe und den Band spätabends noch durchgesuchtet habe. Wer braucht schon Schlaf? Luther Strode nicht und ich natürlich auch nicht. Wer es blutig mag, aber dem Superhelden-Genre nicht ganz fremd gehen will, der greift hier dringend zu. Auf Platz 2 wird's heavy und eine Triggerwarnung ist angebracht, denn Guillermo Marsh hat sich mit Carmen an ein echtes Tabuthema rangewagt. Carmen ist nämlich der Tod, beziehungsweise ein Tod, denn es gibt eine ganze Organisation von Wesen, die die Seelen Verstorbener ins Jenseits begleiten. Als sich die Studentin Catalina auf Mallorca das Leben nimmt, ist Carmen zur Stelle, um einen sanften Übergang zu gewährleisten. Wir erfahren Catalinas Beweggründe und erleben einen besonders bemühten Tod mit großer Leidenschaft für den Job, was nicht bei allen Kollegen auf Gegenliebe stößt. Marsh verpackt die wundervolle Geschichte in hervorragende Bilder und schafft es, den schweren Stoff mit einer großen Portion Leichtigkeit rüberzubringen, lässt das Drama aber nicht außer Acht. Schön, aber für den einen oder anderen aufgrund der Thematik doch mit Vorsicht zu genießen. Meine klare Nummer 1 ist Geiger, mit dem sich CrossCult einen Top-Titel von Image Comics gesichert hat, geschrieben von Legende Geoff Jones und mit dem hervorragenden Artwork von Gary Frank und Brad Anderson. Und darum geht's. In den radioaktiv verseuchten USA geht die Legende vom strahlenden Mann um. Dieser heißt eigentlich Tariq Geiger und bewacht einen Bunker, in den seine Familie bei einem Atomschlag vor 20 Jahren geflüchtet ist. Er verteidigt sie nun gegen allerlei Plünderer und wird in einen Konflikt mit dem König von Las Vegas gezogen, als er auf zwei Kinder trifft, die von dort geflohen sind. Packende Story mit viel Drama, Action und Apokalypse. Der Band hat mich absolut begeistert und ich freue mich auf mehr aus dem Geigerverse, das Geoff Jones da nun aufzieht. Das waren jetzt meine Top 5 und deshalb bleibt mir nichts anderes zu sagen als lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Drückt auf die Glocke, um über die nächsten Videos informiert zu werden, denn es kommen ja noch weitere Top-Listen zum letzten Jahr. Lasst einen Kommentar da und erzählt mal, was euch am besten gefallen hat von CrossCult 2022 oder ob ihr die Titel, die ich hier vorgestellt habe, auch toll fandet. Und ansonsten sind gerne Daumen gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.